like you, Rangers. Kauert da am Boden, sieht irgendwie verletzt oder zumindest schwer verstört aus und sagt, ich wünschte, es wären mehr Leute wie du, Ranger. Nein, nein, mir geht's gut. Vielleicht hat sie nur ihre Kontaktlinse verloren, das ist möglich. Düsentriebwerk, ja, das sind selbst die... Da ist selbst die Original-PS4 nach mehreren Jahren Laufzeit ohne Reinigung noch leise dagegen. Die war am Schluss schon sehr laut. Der Gefangene. Schlossknacken Stufe 5 erforderlich. Durch die Gitterstäbe einer Zelle winkt euch ein blasser, dürrer Mann mit verfilzten Haaren und ausgefransten, verbleichten Kleidern zu. Er grinst träge und hat glasige Augen. Hey Dudes, hi. Well, what's up? Haven't seen you before, have I? Jetzt frage ich mich echt, ne, der muss hier seit mindestens mehreren Wochen eingesperrt sein. Wir sind die Ranger. Das hier wird unser neues Hauptquartier. Rangers, huh? Cool, man. Cool. I like your look. I think I had a shirt like that once a long time ago. Long, long time ago. Headquarters for what? Wir sind aus Arizona hergekommen, um den Patriarchen zu helfen. Soll ich das wirklich sagen? Die Ranger helfen den Menschen, das ist gut. Die Ranger helfen den Menschen. Wir sind hier, um... Was ist denn jetzt los? Der Staubsauger fährt nochmal los, er ist scheinbar noch nicht fertig. Wir sind hier, um Colorado zu helfen. That's cool. Helping's good. I like helping. Are there like more of you here? Das finde ich schon mal verdächtig, dass er das überhaupt fragt, oder? Ob hier noch mehr von uns sind. Weiß der was über den Angriff auf uns oder so? Naja, das musst du nicht wissen. Oh, so not many then, huh? Ah, don't worry. Arsch. You'll make new friends, I bet though. You, you seem real friendly and nice. So, hey. What? Ich hätte ein paar Fragen an dich. Ich habe sogar sehr, sehr viele Fragen an dich. Oh yeah, man, of course. I don't mind. Ask me whatever. Ich bin gerade abgelenkt, weil irgendwie spinnt der Staubsauger gerade. Der ist schon vor einer Stunde mit dem Wohnzimmer fertig gewesen eigentlich und jetzt fährt er wieder durchs Wohnzimmer, wo ich gerade sitze und aufnehme. Der verwirrt mich. Ich habe leider ich weiß nicht, wo mein Tablet ist, sonst könnte ich ihn heimschicken. Go home, Staubsauger, you're drunk. Naja, okay, der wird schon bald aufhören hoffentlich. Wenn er hier zu nahe kommt, zu meinen Kabeln, dann muss ich was unternehmen. Wer bist du, Gefangener? Wie heißt du? Oder soll ich dich einfach der Gefangene nennen? My name? Ned. Ned? Harry. Nick. Booger. Dickens. I don't know. Jetzt klingelt auch noch mein Telefon. Ich glaube, ich drehe durch hier. Der Staubsauger brüllt, mein Handy geht ab. Hilfe, ich will hier in Ruhe Wasteland streamen, okay? Könnt ihr mal alle chillen jetzt? Also, mein Name, Ned Harry Nick Booger Dickens Lyle. Okay. Something like that. Honestly, I don't, you know, remember. Been a long time since I thought about that, man. Been a longer time since someone, asked me about it.
Warte mal schnell, ich habe mein Tablet schnell geholt. Ich muss jetzt den Staubsauger mal wegschicken. Der spinnt irgendwie. I could have been here for a while. Wie lange bist du schon hier? Couldn't tell you, man. Couldn't tell you. Tja. Gefangener, wo waren wir stehen geblieben? Like, there's no windows or clocks in here, you know? Hard to keep track of when the day starts or ends. Anyway, a long time. Long enough for other groups, other people to come and go. Wie hast du so lange hier überlebt? You know, man. I got everything I need in here to keep on. Little crack in the ceiling over there drips some water. So I just gotta wait until we're all thirsty. And you know what they say about dark, damp spaces, man. Mushrooms grow there, man. So I added a little self-made fertilizer. Those mushrooms are growing good. Ja, wahrscheinlich hat der YouTube-Algorithmus oder so, der ist schon lange mutiert und hat schon lange die Kontrolle über das Internet und steuert jetzt unseren Staubsauger. So geht's nämlich los jetzt. Die Herrschaft der KI ist angebrochen. Wir wissen es nur noch nicht. Voll Crusader, danke schön für den Staubsauger. Extra Staubsauger-Bits. Legion heißt er übrigens. Der Staubsauger. Du hast vom Wasser, von der Wand und von Pilzen gelebt? Yeah, man, yeah. Yum, yum. Oh yeah, and bugs, when they come by. Buzzy crunchers and climby snappers and skittery two-bites and running gushers. Sometimes roly poppers and hoppy specks. Once a squirmy slurp. That was a good day, man. Ich finde ihn lustig. Ich meine, der ist offensichtlich ziemlich durchgeknallt, aber wer weiß, wie lange der schon in der Zelle ist. Mich würde wirklich interessieren, wer den und aus welchem Grund den jemand eingesperrt hat. Er weiß es, ich kaufe ihm auf jeden Fall ab, dass er es selber nicht mehr weiß. Aber ich finde den super. But yeah, mainly mushrooms. Okay. Kannst du uns was über die Gruppen erzählen, die hier waren, als du hier vor uns gelebt hast? Was? Oder so ähnlich. Die Gruppen, die vor uns da waren halt, die du miterlebt hast, so. Yeah, sure, maybe. Sometimes, like, a guy might come in, but I don't know if he was connected to the guy who came in before him, you know? Kinda hard to keep track of how long it is between visits and... People don't always tell me what's going on outside. But, let me see. Last guy who came in to see me was the dead guy. Before him, tired eyes lady. Before her, the smiling woman. Before that, it's a little fuzzy. Wie lange ist er hier schon? Erzähl mir von dem toten Kerl. Oh man, that's some wild stuff. So a while ago, that dead guy over there came running in here all nervous and freaked out and starts messing with that computer machine over there. And yeah, then there's this big-ass flash of light from the computer machine and he falls down and then all these sirens and flashing lights. It was horrible, man. Like, it made it really hard to sleep, you know?
Okay, jetzt ergibt das Sinn. Das ist wahrscheinlich der Dave, von dem uns die Flüchtlingsanführerin erzählt hat. Der hier reinkam und an dem Computer rumgedrückt hat. Und dann hat er den Alarm ausgelöst. Aber warum war der schon so aufgeregt, bevor der an den Computer gegangen ist? Das ist die Frage. Keine Ahnung. Then after a while, the alarm stopped. And then, well, you came in. Na gut, erzähl uns was von der Frau mit den müden Augen. Die war davor. Well, she was a woman, dressed all raggedy, but I'm one to talk on that. Anyway, she came in here looking sad. Eyes looked like she hadn't seen a good night's rest in years. We talked for a bit and then she left again. Sometimes I think I can still hear her voice. Hope she didn't die and she's haunting me for some reason. Though now that I think about it, I guess I'd be glad for the company, you know? Erzähl mir was von der lächelnden Frau. Oh, a real nice lady, man. Had a big old smile on her face the whole time we talked. Just never stopped smiling. I think she said she was a trader. Talked about how she had some merchandise to keep here and some people she was gonna deal with. Said I wasn't a suitable client, which, sure, cause I got no money. Well, actually, she said I wouldn't be suitable for her clients, which I thought was a weird way to say that. Ah, eine Menschenhändlerin, eine Sklaventreiberin. Dann hat er noch mal Glück gehabt, der Gefangene, wahrscheinlich. Was meinst du mit ein bisschen verschwommen? Weil er gesagt hat, zur Erinnerung, es bezieht sich darauf, dass alles vor den drei Personen verschwommen ist. In seiner Erinnerung. Man, it's, I've been here a long time and I ate a lot of mushrooms. Can't always remember things that happened in the olden days, but I'll try. There was a gentleman bear, a lip licker, and the bloody screamers. And them metal fellers, and the really white guy, and owl face. Oh, and the six wee men and the lion. Okay, ich bin mir echt gespannt, ob man, wenn man darauf aufpasst, vielleicht Hinweise darauf findet, wovon er redet. Vielleicht hat das alles sogar ein bisschen Hand und Fuß hier. Sechs kleine Männer und ein Löwe, das Eulengesicht, der total blasse Typ, die Metallfäller, die blutigen Schreihälse, die Lippenschmatzer und der Gentleman-Bär. Der würde mich am meisten interessieren. But, yeah, hard to remember who came in first and, which ones were just a nursery rhyme my grandma told me, so. yeah. Okay, wir wollen noch mal was anderes wissen, bitte. Yeah, okay, cool. Warum bist du hier? Because, the cell door is locked. Hey, der Doc, hallo und danke fürs Subscriben. 3 Monate fortlaufend, vielen Dank. Moin, moin. Die Katze da mit dem Hut finde ich gut. Ja, ist super. Major Tomcat ist der beste Charakter im ganzen Spiel. Die Katze ist schwer zigarettensüchtig. Die kettenrauchende Katze ist es noch dazu. Und eine ganz schön gute Kampfkatze. Man muss nur aufpassen, dass sie nicht irgendwie stirbt, weil die Tierbegleiter zählen nicht als richtige Charaktere. Die haben kein eigenes Inventar. Das macht es teilweise umständlich, die zu heilen. Aber wenn man oft genug speichert, dann sind das echt gute Unterstützungen im Kampf. Und Major Tomcat ist sowieso der beste Tierbegleiter im Spiel. Also, er ist da drin, weil die Tür zu ist. Ja gut.
Der Logik habe ich nichts entgegenzusetzen. Aber warum hat man dich denn hier eingesperrt? Oh man, didn't you like my joke? Okay, okay, like, well, so a guy I used to be friends with, well, I guess he was more of a business partner. Wie Dogmeat in Fallout 1, ja, das war, also ich hab's echt einmal geschafft, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich es wirklich geschafft, dass ich Dogmeat bis zum Schluss als Begleiter mitnehme und durchkriege. Aber verdammt nochmal, da tut man sich schon ganz schön was an. Ab der Hälfte von Fallout 1 sollte man Dogmeat irgendwo einfach in einem Haus, in einer Basis, die man sich aussucht, stehen lassen und in Ruhestand schicken. Weil wenn man zu den Supermutanten geht, dann geht das nicht gut aus meistens. Aber ich meine, ist ja auch Canon. Offiziell ist ja Dogmeat in Fallout 1 gestorben, in der Basis. Tja, tragisch. Das wird Major Tomcat nicht passieren. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Friend though too, man. Like former friend who decided he didn't want to go splitsies anymore. So he conked me on the head. Ja, stimmt, in den Videos war es ja auch so, ne? Da habe ich ja Dogmeat auch mitgenommen im Let's Play, solange es ging. And when I woke up, I was in here. Real bummer, man. Like, seriously. Ha, das ist eine andere, aber wahrscheinlich erzählt er das Gleiche, oder? Ich frag mal, warum bist du nochmal hier? I told you, man. My partner trapped me in here. Thought he was my friend, you know? Okay. Soll ich dich rauslassen? Oh man, yes, yes, please. Very much. You're calling this one, Rangers, but really, I just let nature take its course here, if you know what I mean. I'd really, really, really like to get out of here. Really. Naja, ich meine jetzt mal ehrlich. Erstens habe ich keine Ahnung, warum der da eingesperrt ist. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist und was der macht. Und das ist jetzt meine Basis. Und selbst wenn er wirklich irgendwas Schlimmes gemacht hat, so wie sich das anhört, ist der mindestens Jahrzehnte in dieser Zelle. Also, was heißt mindestens, stimmt nicht. Mindestens viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Ich glaube, der hat seine Strafe abgesessen, würde ich sagen. Er ist ziemlich verrückt mittlerweile. Vielleicht sollte ich ihn nicht einfach so alleine in die Prärie schicken. Zu seiner und der Sicherheit von anderen. Aber da wird es keine Option geben wahrscheinlich. Keine Ahnung. Mal schauen. Aber grundsätzlich hole ich ihn auf jeden Fall raus. Okay, ich finde einen Weg, dich rauszuholen. Really? Oh man, yeah, man, you're just the tops. The beanies. I owe you big time. Thanks, man. Thanks so much. Okay, dann werde ich jetzt mal speichern, ganz kurz. Hier gibt's nicht irgendwie eine Schnellspeichertaste oder so? Naja, gut, hier, schnell speichern. Aber einfach nur eine Taste wäre gut. Aber gut, weil ihn hier hat ja das Terminal totgebrutzelt. Das würde ich gerne vermeiden, wenn es geht. Schauen wir mal. Auf dem Terminal werden Informationen über die Basissysteme angezeigt. Im Moment scheint alles normal zu sein. Na dann. Neueste Aktivitätenprotokolle für dieses Terminal prüfen. Ihr durchkämmt die Protokolle und lest uralte Nachrichten und Systembenachrichtigungen aus, bis ihr eine Liste der letzten Aktivierungen habt. OS... Aufwecken eingeleitet, Aufwecken abgeschlossen, Anmeldedaten abgelehnt, Anmeldedaten akzeptiert, Login, Admin, Passwort, Admin, OS, Ladestandard-Admin-Programm, Backup-Generator vorbereitet. Automatische Sicherheitssperre eingeleitet, Anmeldung erfolgreich, Anmeldungsdaten abgelehnt, OS, Benutzer wird aufgrund mehrfacher gescheiterter Anmeldeversuche gesperrt. Auf dem Terminal werden Informationen über die Basissysteme angezeigt. Im Moment scheint alles normal zu sein. Okay, vom Terminal zurücktreten, nehme ich an. Wo war denn gleich nochmal die... Ah ja, da, die Sachen hervorheben-Taste.